Hallo und willkommen zu den Pivot Tutorials. Mein Name ist Andreas Theos. Hier in Teil 17 geht es um die Funktion Pivot-Daten zuordnen oder auch GetPivotData. Die Datei hier ist runterzuladen. Der Link ist unterhalb des Videos. Ich nehme das Tabellenblatt 16-Datenliste und hierauf baue ich die Pivot-Tabelle auf, PivotTable. Und die neue Pivot-Tabelle hier, die sich auf die kompletten Daten bezieht, die benenne ich gleich mal 17-Pivot. So, und kopiere die nach rechts. Und da packe ich ganz wenig rein, nämlich die Verkäufer. Ich habe 20 Verkäufer, die packe ich in die Zeilenbeschriftungen. Und was haben die für Endpreise, für Verkaufspreise erzielt? Und das packe ich hier in die Spalte B. Und damit man es besser erkennt, mache ich mal die Zahlen kurz anders. Rechte Maustaste, Wertfeldeinstellungen, Zahlenformat. Zahl ohne Nachkommastelle mit tausender Trennzeichen. So, und okay. Das Tolle ist ja hier, dass automatisch das ganze Feld, egal wie viele Verkäufer ich sehe, komplett formatiert ist. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Filiale vor den Verkäufer schiebe, hier die Felder ebenfalls entsprechend formatiert sind. Würde ich Felder rausnehmen, verkürzt sich die Liste. Und das kann ich natürlich nicht behaupten, wenn ich Formeln neben die Pivot-Tabelle schreibe. Ich könnte mich natürlich hier hinstellen und sagen, Moment mal, das sind in Spalte B doch alles Nettopreise. Ich brauche jetzt mal die Mehrwertsteuer. Also stelle ich mich hier hin, tippe, mache ich ohne Klicken jetzt mal B4, mal 0,19 für die Umsatzsteuer, die ich reingeholt habe, und formatiere das mal entsprechend hier als Zahlenformat ohne Kommastellen mit, ich wollte eigentlich tausender Trendpunkt haben. Gucken wir mal kurz, tausender Trendpunkt. So. Und dann denke ich mir, ach, das kann ich doch mit dem Doppelklick runterkopieren. Super, passt ja. Ich sehe immer den Mehrwertsteuerbetrag daneben. Wenn ich jetzt aber wieder Filialen wegfiltere, habe ich die leeren Formeln daneben. Also das ist schon mal eine schlechte Idee, was daneben zu packen. So, dann ist vielleicht schon aufgefallen im Laufe der Arbeit mit Pivot, wenn ich so eine Verknüpfung mache mit dem Gleichzeichen und klicke jetzt auf diese Zelle B4, dann steht da nicht B4. Dann steht da Pivot-Daten zuordnen und dann steht da die Kombination der Auswahl, die ich da anklicke. Nämlich nimm die Spalte Endpreis, schau dort in die Pivot-Tabelle, die an der Stelle A3 beginnt, weil es könnten ja mehrere Pivot-Tabellen sein und irgendwo sind die mit dem Nagel oben links in die Zelle eingehämmert, in die Tabelle eingehämmert. Das ist die Zelle A3. Und dort nimmst du bitte Filiale Chemnitz. So, ist natürlich schlecht, wenn ich das versuche mit dem Doppelklick runter zu gruppieren, weil hier steht jetzt überall, nimm die Filiale Chemnitz. Schlechte Idee, ich lösche das mal. Also, das eine mal hier, das geht. Aber ich muss da natürlich ein bisschen flexibler sein. Wenn ich jetzt hier auf den nächsten klicke, dann sehe ich noch mehr. Ich habe ja auf der linken Seite die Organisation meiner Tabelle. Ich drücke mal hier kurz Enter. Ich habe die Organisation der Pivot-Tabelle. Ich schaue mal bei Entwurf als Kurzformat. Das heißt, hier ist alles zwar in Spalte A, aber ich sehe hier die Gliederungsebenen. Chemnitz ist höher als Abel. Das sehe ich hier unten rechts. Filiale steht über Verkäufer. Das ist Kurzformat. Ich könnte ja auch ins Tabellenformat gehen. Ja. Oh, mal schauen. Klick, okay. Auch eine schlechte Idee, wenn man Formeln direkt in die Tabelle schreibt. Der hat mir die jetzt platt gemacht hier. Die Pivot-Tabelle ist breiter geworden. Da standen Formeln. Die hat Pivot jetzt gnadenlos überschrieben. Also nochmal, gleich der da. Und da sehe ich den Wert hier von dem Abel, Verkäufer Abel. Also die Kombination aus der Spalte Verkäufer, die ich hier gewählt habe, mit der Kombination der Gruppe, in der ich gerade stehe, über die Spalte Endpreis. Hier könnte ich natürlich auch statt Abel zu wählen, weil ich habe ja gesehen gerade, das kann ich nicht runterkopieren, kann ich natürlich auch einen Bezug machen auf die Spalte B4. So, und das kopiere ich mal runter.
Soweit in Ordnung. Steht genau der Wert von daneben drin. Und was ist denn, wenn ich den darunter? Da findet er natürlich nichts. Der Wert ist leer. Also hier gibt es dann entsprechend ein Fehler. Da könnte ich natürlich jetzt auch mit Ist-Fehler oder anderen Wenn-Fehler-Funktionen das ignorieren. Ne? Wenn das ein Fehler ist, dann soll er halt nichts machen. Ja, dann steht da nichts. Dann kann ich nämlich die schön runterkopieren hier. Oh, da muss ich mich ja auch noch auf Dresden beziehen. Also, das ist nicht das Glücklichste mit diesen Pivot-Daten zuordnen, aber es funktioniert. Und es funktioniert auch in anderen Tabellenblättern. Ich kann mich in ein neues Tabellenblatt stellen und ich drücke die Gleichtaste, wechsle auf mein Pivot, hole mir das Ergebnis aus einer der Berechnungen und bekomme das hier angezeigt, ja. Und wenn ich jetzt hier aber eine andere Struktur aufbaue, zum Beispiel, ich schiebe Dresden einfach als Feld vor Chemnitz, dann ist das ja jetzt hier eine andere Zelle. Und trotzdem interessiert das Pivot-Daten zuordnen überhaupt nicht, weil es guckt nur, wo ist die Tabelle aufgehängt? Ah, in der Zelle A3 drüben in dem Blatt 17-Pivot. Dort suchst du im Endpreis die Kombination von Filiale hier, dass Chemnitz gewählt wird. Also, das kann man natürlich auch mit Zellbezügen, dass ich hier Chemnitz per Zellbezug reinhole, lösen. Ja, also Pivot-Daten zuordnen, zieht mir einfach einen gewünschten Wert hier aus der Liste. Also, wenn ich zum Beispiel nochmal auf den Hart verweise, dann ist das ja gerade die Zelle B8. Ups, was habe ich denn hier gemacht? Gleich den da wollte ich. Ja, ne, dann ist das die Zelle C8. C8 ist das. Dann holt er sich den Wert. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einige Verkäufer rausnehme und auf OK klick, dann rutscht das Ganze nach oben und Hart ist jetzt nicht C8, sondern Hart ist C5. Pivot-Daten zuordnen kommt damit klar, weil so eine Pivot-Tabelle ist ja aufgrund meiner Filter und so ständig in Bewegung und über die Kriterien, welches Feld mit welchem Wert wird gesucht, kommt Pivot-Daten zuordnen klar. Auch mit berechneten Feldern, auch mit berechneten Elementen, die könnte ich da oben auch berechnen. So, jetzt nochmal ganz kurz, warum steht da Pivot-Daten zuordnen? Weil das so eingestellt ist. Wenn ich auf Datei, Optionen, Formeln klicke, dann sehe ich hier bei Arbeit mit Formeln, dass GetPivotData-Funktion für Pivot-Table-Bezüge verwenden aktiviert ist. Nehme ich den Haken raus und klicke auf OK und mache jetzt meinen Bezug, dann habe ich den stumpfen, plattendummen Bezug, den ich eigentlich vielleicht wollte, ja, dass ich einfach hier was zum Runterkopieren habe, eine Formel, die da platt runtergeht und ja, einfach nur guckt, was ist links daneben. Also jetzt müsste ich Pivot-Daten zuordnen, mir halt selber holen. So, das mache ich natürlich schnell wieder rückgängig. Datei, Optionen, Formeln, GetPivotData-Funktion möchte ich haben. Die Pivot-Daten-Zuordnen-Funktion kann man natürlich auch tippen. So, da hole ich sie mir mal. Ich bin ein bisschen entsetzt über das Menü hier. So, vielleicht ist das aber auch okay so. Welches Datenfeld will ich denn haben? Ich weiß, das Ding heißt Endpreis. Und ich klicke mal irgendwie drauf und dann, naja, dann steht da Summe von Endpreis. Also ich muss schon hier irgendwie Endpreis als Text reinbekommen. Also, dass ich weiß, ich möchte irgendeinen Wert, irgendeinen aus dem Endpreis haben. Und wo ist denn die Pivot Table? Ah, das ist die hier. Das ist der Wert hier oben links. Und wenn ich jetzt aber mal schaue, mal gucken, ich kann doch runterscrollen. Dann ist das, was ich momentan habe, die Gesamtsumme, weil ich habe gerade nicht weiter eingeschränkt. Wenn ich jetzt noch auf die Idee komme, ich habe doch die Filiale, ich habe das Feld Filiale, so die Anführungszeichen kommen von allein. Welches Feld will ich denn von Filiale haben? Nehmen wir mal das Feld Dresden. Ja, also es sollte nicht leer sein. Dann sehe ich hier halt nur momentan die Felder von Dresden. Und zwar gilt das wirklich für den gefilterten
Bereich. Wie gesagt, ich könnte das mit dem Dropdown, mit dem Zellbezug natürlich auch lösen, dass da Dresden reinkommt, ne? Aber diese Pivot-Data, der Pivot-Daten zuordnen Funktion, die kann man auch manuell, die kann man händisch stricken. Und man muss natürlich aufpassen, jetzt habe ich da so einen Wert stehen von 2,76 Millionen. Wenn ich jetzt wieder alle Verkäufer anzeige, so, dann wächst der Wert natürlich, weil jetzt alles wieder da ist. Und jetzt darf ich natürlich jetzt nicht mit der Pivot-Tabelle rumspielen, weil wenn ich jetzt mit rechter Maustaste in die Endpreise reinklicke und die Zusammenfassung zum Beispiel nicht nach Summe mache, sondern nach Durchschnittsverkauf, Mittelwert. Und jetzt mal hier auf die 400, ja, was ist das, 4 Millionen da gucke, Mittelwert, zack. Ja, dann sehe ich nur noch den durchschnittlichen Verkauf und genau das, was ich hier eingestellt habe für Endpreis, die Berechnungsart, die spiegelt sich dann auch mit Pivot-Daten zuordnen wieder. Eine nützliche Funktion, aber man muss aufpassen, dass man dann die Tabellen richtig vorbereitet und dann vielleicht auch stehen lässt und dann nur mit Pivot-Daten zuordnen, entsprechend die Werte hier herauspickt. Oder entsprechend die Felder verändert, die Filter verändert und aber hier nicht mehr an die Berechnungsarten herangeht.